Die E-Rechnung wird ab dem Jahr 2025 gesetzlich vorgeschrieben. Was du als Selbstständiger jetzt zum Thema E-Rechnung wissen musst, das erfährst du in diesem Video. Viele denken wahrscheinlich beim Thema E-Rechnung, ja, elektronische Rechnung, das schicke ich ja die ganze Zeit schon. Ich stelle nur noch Rechnungen aus und verschicke sie dann als PDF an meine Kunden. Ich nutze ja schon E-Rechnung. Und damit liegst du auch nicht ganz falsch. Ein PDF ist natürlich eine E-Rechnung, aber die Definition, was in Zukunft eine E-Rechnung ist, die wird jetzt verändert. Das heißt, in Zukunft reicht eine einfache PDF nicht mehr aus und Papier sowieso gar nicht mehr. Das heißt, es gibt ab dem nächsten Jahr gesetzliche Regelungen, wie deine Rechnung aussehen muss. Das gab es bis heute jetzt nicht wirklich. Es gab gesetzliche Regelungen dafür, was auf einer Rechnung draufstehen muss. Rechnungsersteller, Rechnungsempfänger, Beschreibung der Produkt- oder des Dienstleistungen, den Preis, den Umsatzsteuersatz und so weiter. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe an Regelungen, was auf so einer Rechnung stehen soll. Dazu habe ich übrigens auch schon mal separate Videos aufgenommen, verlinke ich dir einmal oben rechts. Es gab aber noch keine wirkliche gesetzliche Regelung, wie diese Rechnung ausgestellt sein muss. Und das ändert sich jetzt. In Zukunft gibt es gesetzliche Vorschriften, die vorschreiben, wie genau eine Rechnung aufgebaut sein muss. Und diese Vorschriften sind Teil einer EU-Initiative, die dafür da sind, das Meldesystem im Bereich Umsatzsteuer zu verbessern. Und in Zukunft, wenn denn diese ganzen Regelungen mal eingeführt worden sind, das ganze Thema Buchhaltung weiter zu automatisieren. Das heißt, rund um das Thema E-Rechnung haben wir jetzt realistische Chancen, irgendwann mal ein wenig digitaler zu arbeiten und vielleicht auch das Thema Buchhaltung ein wenig mehr zu automatisieren. Wie das Ganze funktionieren soll, dazu kommen wir jetzt. Eine E-Rechnung ist in Zukunft erstens eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden kann, die eine elektronische Verarbeitung ermöglicht und die den Anforderungen der EU-Norm EN16931 entspricht. Warum das Ganze? Heute gibt es schon diese Rechnungsformate. Und die Rechnungsformate heißen Zugpferd oder X-Rechnung. Und wenn man sich diese Rechnungen anschaut, dann sehen die eher aus wie kryptische Zeichen und nicht wirklich wie eine schön designte Rechnung. Diese kryptischen Zeichen enthalten alle Rechnungsbestandteile an ganz festgeschriebenen, vorgeschriebenen Stellen. Es sind nämlich ganz häufig XML-Formate oder eine Kombination aus PDF- und XML-Formaten, aber diese kryptischen Zeichen sind ganz häufig Teil eines XML-Formats. Man kann sich so eine E-Rechnung vorstellen wie eine Datei, an denen wirklich an jeder Stelle, immer exakt an der gleichen Stelle, die gleichen Informationen stehen. Das heißt, das Leistungsdatum, was du in deiner Rechnung schreiben musst, das kann bis heute hier irgendwo auf der Rechnung stehen. Das ist nicht vorgeschrieben. Du kannst das Leistungsdatum oben rechts drauf schreiben, unten links, von mir ist auch in den Footer, ganz in die Mitte, ganz groß, ganz klein. Das alles ist bis heute möglich. Und die neuen Rechnungsformate, die definieren ganz exakt, an welcher Stelle, in welchem Format das Leistungsdatum stehen muss. Genau das Gleiche gilt natürlich für den Preis, für die Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung, für den Rechnungsempfänger und so weiter. Das heißt, das Ganze ist eine strukturierte Datei. Und ja, die ist von einem menschlichen Auge wahrscheinlich weniger gut lesbar, aber von Maschinen halt sehr einfach und gut standardisierbar verarbeitbar, weil von allen Rechnungen, die im Umlauf sind, die Informationen immer an der gleichen Stelle stehen. Und dadurch ermöglicht dieses Format dann eine automatisierte Buchhaltung in der Zukunft. Und diese Rechnungsformate, die werden ab dem 1. Januar 2025 eingeführt. Das heißt, in Zukunft musst du deine Rechnungen in diesem vorgeschriebenen Format ausstellen und auch empfangen können. Und das ist für dich ganz wichtig. Schauen wir uns erstmal die Empfängerseite an. Du musst in der Lage sein, ab dem 1. Januar 2025 diese Rechnungen zu empfangen. Da das ganz normale Dateien sind, kann man die dir im Notfall auch einfach per E-Mail schicken. Das heißt, sobald du eine E-Mail-Adresse hast, bist du quasi empfangsbereit für solche E-Rechnungen. Die Seite des Rechnungsempfangs ist also relativ leicht zu erfüllen. Die andere Seite ist ein bisschen anspruchsvoller. Also wenn du eine Rechnung schreibst, du musst in Zukunft eine solche E-Rechnung ausstellen und da musst du natürlich irgendeine Software benutzen, um diese Dateien zu erstellen und zu erzeugen, weil das in Zukunft das Format ist, wie wir alle unsere Rechnungen schreiben. An dieser Stelle erstmal wichtiger Hinweis, es gibt nämlich ein paar Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, solche Rechnungen sind vorgeschrieben im B2B-Verkehr.
Das heißt, wenn du deine Rechnungen ausstellst an einen Endkunden, dann musst du nicht dieses E-Rechnungsformat verwenden. Zweite Ausnahme sind Kleinbetragsrechnungen. Zum Thema Kleinbetragsrechnungen habe ich übrigens auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Hier an dieser Stelle einfach die Information, das sind Rechnungen bis zu 250 Euro. Das heißt, wenn du Rechnungen ausstellst und der Rechnungsbetrag liegt unter diesen 250 Euro, musst du auch keine E-Rechnung ausstellen. Und die dritte Ausnahme sind Fahrausweise. Das heißt, wenn du in deiner beruflichen Tätigkeit Fahrausweise ausstellst, dann müssen die in Zukunft auch nicht dem E-Rechnungsformat entsprechen. Für alle anderen Rechnungen, also alle anderen B2B-Rechnungen, muss in Zukunft das E-Rechnungsformat gewählt werden. Aber auch nicht sofort ab dem 1. Januar 2025. Das wäre für kleine Selbstständige unter Umständen sogar machbar. Für große Unternehmen, die Hunderttausende, Millionen oder zig Millionen Rechnungen ausstellen, die müssen ihre gesamten IT-Systeme erstmal umstellen. Und das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Und deswegen gibt es eine Übergangsphase. Und die Übergangsphase ist erstmal das gesamte Jahr 2025 und das gesamte Jahr 2026. Das heißt, auch im Jahr 2025 und 2026 kannst du auch noch die normalen Rechnungsformate ausstellen. Also einfach Papier nehmen und Papier per Post verschicken oder einfach eine normale PDF verschicken. Und ab dem 1. Januar 2027 wird es ernst. Zumindest für ein paar Leute von euch. Denn im Jahr 2027 gibt es dann nochmal eine Übergangsregelung für kleine Unternehmen. Kleine Unternehmen heißt unter 800.000 Euro Umsatz. Das heißt, wenn du in deiner Selbstständigkeit unter 800.000 Euro Umsatz machst, brauchst du im Jahr 2027 auch noch keine neue E-Rechnung ausstellen, sondern kannst die bis heute bekannten Rechnungsformate verschicken. Wenn du über 800.000 Euro Umsatz machst, dann musst du ab dem 1. Januar 2027 das neue E-Rechnungsformat wählen. Für alle anderen gilt dann der Tag 1. Januar 2028. Wir merken also, das Ganze ist schon eine durchaus tiefgreifende, fundamentale Veränderung in dem ganzen Bereich Buchhaltung. Aber wir haben noch wirklich viel Zeit. Ich meine, wir haben jetzt Anfang, Mitte 2024 und wir haben unter Umständen noch 3,5 Jahre Zeit, bevor wir hier irgendetwas umstellen müssen. Und zusätzlich, mal Hand aufs Herz, ist die Umstellung jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert. Denn was bedeutet das in der Praxis eigentlich für uns Selbstständige? Naja, wir müssen jetzt halt solche E-Rechnungen nach neuem Format ausstellen. Ist das wirklich ein Job für uns oder eher für das Softwareunternehmen, dessen Buchhaltungsprogramm wir benutzen. Für Softwareunternehmen ist das ein riesengroßer Arbeitsauftrag und die arbeiten gerade auch fleißig daran, in Zukunft, also ab dem nächsten Jahr, solche E-Rechnungen erstellen zu können und auch verarbeiten zu können. Und für dich als Selbstständiger bedeutet das vor allem, du solltest dich für ein Buchhaltungsprogramm entscheiden, das das Ganze ermöglicht. Und dann war es das auch schon. Das heißt, unter Umständen musst du jetzt dein Buchhaltungsprogramm wechseln oder du musst jetzt mal anfangen, eins zu benutzen. Wäre ehrlicherweise auch aus vielen anderen Gründen sowieso meine Empfehlung. Aber wenn dein Buchhaltungsprogramm heute schon an den Themen arbeitet und das Ganze dann nächstes oder übernächstes Jahr auch zur Verfügung stellt, dann musst du eigentlich faktisch gar nichts tun. Was sich denn ändern wird, ist das Format, mit dem denn deine Rechnung verschickt wird. Das kann dir ja aber eigentlich egal sein. Du erstellst ganz normal deine Rechnung wird rausgeschickt, die wird irgendwann bezahlt und verbucht und gut ist. Das heißt, so viel wird sich in deinem täglichen Arbeitsprozess durch diese ganze Regelung gar nicht verändern. Und hier an dieser Stelle eine Empfehlung. Die Frage stellt sich ja jetzt vielleicht, welches Buchhaltungsprogramm kann das Ganze denn? Ich selbst mache meine Buchhaltung seit Jahren mit LexOffice. Ich bin super zufrieden und jeden, den ich kenne, alle meine Familienmitglieder, die selbstständig sind, alle meine Freunde, nutzen alle LexOffice, weil ich LexOffice einfach sehr aktiv jedem empfehle. Und deswegen empfehle ich dir auch LexOffice. Wenn du LexOffice für deine Buchhaltung benutzt, musst du nichts machen. LexOffice kümmert sich darum, dass die richtigen Datenformate anschließend irgendwann verschickt werden und dass die richtigen Rechnungsformate dann auch verarbeitet werden können, wenn du sie denn da empfangen hast. Wenn du zu dem ganzen Thema E-Rechnung noch Fragen hast, was ich mir gut vorstellen kann, weil das ist ein neues Gesetz und irgendwie verändert sich doch ganz fundamental viel. Ich meine, alles dreht sich irgendwie um Rechnungen und Überweisung von Rechnungen. Dann schreib mir doch den Kommentar oder deine Frage unten in den Kommentarbereich und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen oder nehme unter Umständen sogar ein weiteres Video dazu auf, wo ich auf die häufigsten Fragen eingehe. Wenn du, wie gesagt, ein Buchhaltungsprogramm brauchst, ein Bankkonto brauchst, einen Steuerberater brauchst, der dir bei der Umstellung hilft und so weiter, findest du meine Empfehlung dazu unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gern noch einmal hier. Oder du schaust jetzt einfach eins meiner vielen anderen Videos zur Entspannung an, zum Beispiel das hier oder das hier.